Guten Morgen, meine Lieben, und willkommen zu einer neuen Woche. Wir starten heute an einem Mittwoch und Jakob zieht sich gerade an und zieht sein Hemd zurecht. Ich bin auch schon angezogen. Ich habe einfach meinen Mickey-Maus-Pulli an und eine von diesen Thermohosen, die so ein bisschen gefüttert sind. Draußen ist es nämlich echt kalt geworden und normale tun es da nicht mehr. Und dann habe ich meine ganz normalen schwarzen Nikes an. Die habe ich im Moment wieder für mich entdeckt. Die habe ich ehrlich gesagt schon seit 7 Jahren. Und habe die vielleicht in dem Zeitraum insgesamt 10 Mal oder so angehabt. Also ja, ich bin eher so Team günstiger Schuh als teurer Schuh, weil ich finde, diese teuren Schuhe sind irgendwie viel, viel, viel unbequemer. Aber ja, die sind ja jetzt schon ein bisschen eingelaufen und die habe ich im Moment für mich entdeckt. Die sind im Moment eigentlich ganz okay und ganz bequem. Vor allen Dingen, weil ich ehrlich gesagt keine schwarzen Schuhe habe. Ich habe nur bunte Schuhe und meine Stiefel, meine weißen, schweren Herzens, die ich schon so lange habe, sind jetzt auch langsam kaputt gegangen. Ich habe mir aber schon neue bestellt und warte gerade auf meine geliebten neuen Schuhe. Ja gut, man sieht, Schuhe halten nicht ewig, leider. Ja, und dazu habe ich einfach noch meine Übergangsjacke an. Die ist von innen so gefüttert. Und ich hatte gestern beim Einkaufen nur meine Weste an und habe mir den Hintern abgefroren. Deswegen dachte ich mir, ziehe ich heute auf jeden Fall meine Jacke über den Pullover an. Ja, bist du auch fertig? Was? Soll ich jetzt erklären, was ich anhabe? Ja. Ein OOTD. Ein OOTD. Nee, das heißt Outfit of the Day. Ach so, ja, in der Jugendsprache, da muss man mir erklären. Das ist keine Jugendsprache, das ist die Bloggersprache. Ja, die muss man mir auch erklären. Okay, was hast du an, Schatz? Schuhe, Socken. Eine Hose. Also graue Schuhe mit orangenen Applikationen, Sohle. Weiße Socken. Ich habe übrigens auch Sohle. Weiße Socken an. Weiße Sohle. Die war mal weiß. Ja. Weiß. Ja. Dann weiße Socken, Sneaker-Socken. Mhm. Dann habe ich eine Jeans, die hochgekrempelt ist, also eine Jeans im Hipster-Style. Cool. Ja, die werde ich auch den kompletten Winter so durchtragen. Das heißt, wenn ich meine Stiefel anziehe... Ist das nicht ein bisschen kalt? Nein, ich habe gesehen, wenn ich jetzt meine Stiefel anziehe, dass man die auch hochkrempelt, damit man die Stiefel sieht. Habe ich jetzt auch das öfter mal auf der Straße gesehen. Du bist ja jetzt noch richtig modern. Ja, ich gehe mit der Zeit. Und? Du hast ein Holzfällerhemd an. Ein Holzfällerhemd, genau. Ich liebe dieses Holzfällerhemd, das ist so schön. Ich ziehe das auch viel zu selten an, aber da schwitzt man sich den Arsch ab, wenn es zu warm draußen ist. Ja, aber jetzt zum Beispiel passt das auch voll gut in die Jahreszeit. Du siehst damit voll gut aus, Schatzi. Weil das richtig dick ist. Ich habe dir ein Kompliment gemacht. Ja, danke schön. Bitte. Du siehst auch super aus. Das wollte ich hören, danke. Dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt mal auf den Weg. Wir wollen nämlich zum Hagebau. Genau, wir wollen zum Hagebau. Ich habe nämlich für Weihnachten ein paar coole Dinge vor, die ich gerne umsetzen möchte. Kann ich euch nachher auch mal gerne zeigen. Und dann würde ich sagen, wir machen uns auf den Weg. Und euch wünsche ich natürlich wie immer ganz viel Spaß bei diesem Vlog. Hello, nennt mich Jessica, die ihre Kamera zu Hause vergisst, obwohl sie vorher, bevor sie das Haus verlassen hat, erst kurz damit gevloggt hat. Prima, ja, also wie man sieht, wir sind schon wieder zu Hause, wir waren beim Hagebau, da habe ich alles bekommen, das zeige ich euch aber später. Und dann waren wir noch bei Teddy, da habe ich nämlich auch noch ein paar Sachen besorgt, denn ich habe mir nämlich etwas vorgenommen. Und zwar wollte ich meiner Oma einen Adventskranz machen, beziehungsweise ein Adventsgesteck, was auch immer, wie man es nennen mag. Und zwar mit dieser Baumscheibe. Die haben wir ja noch von unserer Hochzeit. Und diese grüne Girlande hier, die möchte ich, glaube ich, auch verwenden. Also ich wollte gleich mal gucken, wie das so aussieht. Die ist auf jeden Fall ziemlich lang. Die hatte ich mal im 1-Euro-Shop gekauft. Also die habe ich auch noch im Keller gehabt. Dann hatte meine Oma, hat die irgendwie immer auf Vorrat, warum auch immer, hier diese kleinen Lichterketten, diese Drahtlichterketten. Das sind jetzt 20 LEDs, hat sie bei Teddy, glaube ich, gekauft. Und ich habe mir jetzt ein paar Sachen bei Teddy besorgt und ich dachte mir, ich mache das so ein bisschen in einem roten Thema. Meine Oma mag dieses rote Klassische auch ziemlich gerne. Ich habe mir als erstes hier mal diese Tüllen, also hier steht Tüllen, gekauft. Und zwar diese, um den Adventskranz selber zu machen, wo die Kerzen drauf kommen. Kerzen habe ich auch besorgt, habe ich jetzt kleine besorgt, weil die Baumscheibe halt auch nicht riesig ist und das soll halt nicht so krass sein. Habe ich mir auch 4 rote gekauft und ich habe mir auch noch hier dafür solche Kugeln gekauft und zwar in so einem dunklen Rot. Dann habe ich noch
dieses süße Ding geholt. Ich dachte mir, das sähe ganz schön aus, wenn ich das vielleicht in die Mitte mache. Oder eventuell so nach hinten und dann hier vorne so. Muss ich mal schauen. Hat auf jeden Fall alles nur 1 Euro gekostet, bis auf die Tüllen. Die haben 2 gekostet. Let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling. Ich bin fertig. Ich habe mich doch dagegen entschieden, dieses grüne Gestrüpps hier zu benutzen. Irgendwie fand ich, sah das zu künstlich aus und das hat mir dann nicht gefallen. Deswegen wollte ich das dann auch nicht da drauf lassen und habe mich stattdessen für Watte entschieden. Ich habe ja super viel schon mit Watte gemacht und ja, ich finde das irgendwie auch so ein bisschen winterlich und weihnachtlich und deswegen habe ich mich dann dafür entschieden. Ich habe jetzt hier diesen Hirsch, Elch, was auch immer das sein soll, Rentier, hier drauf genagelt und ich habe auch hier drunter eine Lichterkette. Da habe ich einfach mit so Heftzwecke und so die Lichterkette befestigt, damit das nicht so absteht. Die Watte drauf, hier habe ich diese ganzen Weihnachtskugeln verteilt und die glitzernden hier so zwischengelegt, fand ich ganz schön. Und hier habe ich noch auf jeder Seite so einen kleinen Zapfen hingelegt und ich denke, so ist es jetzt fertig. Ich finde es sehr, sehr schön und ich denke auch, dass meine Oma sich freuen wird. Hallöchen, ich melde mich auch nochmal. Wie man sieht, es ist alles dunkel. Wir haben mittlerweile schon etwas später. Wir haben meine Oma ja mit dem Adventskranz überreicht. Sie hat sich wirklich sehr gefreut. Sie hat ihn sofort unter die Lupe genommen und sofort geschaut, wie ich das gemacht habe und alles. Und ja, auf jeden Fall ist die Überraschung gelungen. Das freut mich natürlich sehr. Und danach haben wir noch ein bisschen da gesessen und ein bisschen gequatscht und so weiter. Sind dann auch noch zusammen mit meiner Mama vorbeigefahren und haben da nochmal Hallo gesagt. Aber da die jetzt wahrscheinlich schon im Bett liegen, meine Mama und mein Stiefpapa, weil die um 2 Uhr wieder aufstehen müssen zur Arbeit, die fahren ja beide LKW. Ja, konnten wir jetzt nicht zu lange bleiben, denn wie gesagt, die wollten dann essen, ein bisschen noch den Abend für sich haben und dann ins Bett gehen. Und dann sind wir dann nach Hause gefahren, haben gekocht. Jakob, der ist da gerade noch, ich bin schon fertig. Wir haben heute diese, ich würde sagen, Asia-Pfanne gemacht. Also Nudeln und Hühnchen, so gekochtes Hühnchen und Brokkoli, so mit Sojasauce angebraten. War super, super lecker. Ja, wir werden den Abend auf jeden Fall jetzt noch ausklingen lassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Guten Morgen von Familie Länder. Heute gerade nur in dieser Stelle mit mir. Jakob ist gerade schon im Badezimmer. Wir haben jetzt 9:30 und ich bin gerade aus dem Schlafzimmer gekommen. Wecker hat wie immer 7:45 geklingelt. Und ja, ich dachte, dann melde ich mich direkt. Ich habe gerade die Fenster überall aufgerissen zum Lüften und Heizung und so weiter ausgemacht. Ich bin irgendwie noch ein bisschen müde. Ich habe diese Nacht gar nicht gut geschlafen. Ich bin so oft aufgewacht. Das ist der Hammer. Der Tag muss ja trotzdem gestartet werden. Genau, Jakob macht sich, wie gesagt, im Badezimmer gerade fresh und zieht sich gleich an. Ich denke, wir werden noch kurz was zusammen essen und irgendwie eine kleine Schnitte Brot machen. Und dann fährt Jakob auch schon zur Arbeit. Ich glaube, ich hatte das hier jetzt noch gar nicht im Vlog oder generell auf YouTube erwähnt. Ich hatte das nur ganz kurz bei Instagram in der Fragerunde erzählt. Und zwar geht Jakob seit ein paar Wochen arbeiten. Und ganz viele haben gefragt, wieso und was und wie und so. Also das ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Jeder Student wahrscheinlich auf dieser Welt hat neben dem Studium einen Nebenjob. Und Jakob hatte halt für sich entschieden, beziehungsweise wir haben das natürlich zusammen drüber gesprochen und so, dass er das machen möchte. Und das hatten dann noch welche gefragt, was genau und wo. Und ich denke, dass ihr verstehen könnt, oder die meisten jedenfalls, dass ich jetzt bestimmt nicht sage, wo Jakob arbeitet mit Straße und Hausnummer und keine Ahnung was, damit man den da besuchen kann.
sondern ich hoffe, ihr hört mich noch. Die Kehrmaschine fährt nämlich draußen. Ich denke, dass viele verstehen werden, dass wir das privat halten. Wir wussten auch am Anfang nicht, ob wir überhaupt sagen, dass Jakob arbeitet. Da das aber ein bisschen komplizierter ist, dadurch, dass er generell seine Uni-Zeiten jetzt komplett anders sind und er dann dazu dann auch noch öfter weg ist, weil er halt dann arbeitet, dachten wir, das könnte vielleicht ein bisschen kompliziert werden und deswegen haben wir das dann entschieden, dass wir das sagen. Also Jakob hat einen Nebenjob neben dem Studium und weil viele gefragt haben, er studiert auch weiter, er studiert auch fertig. Und ja, es ist alles gut und heute muss er, glaube ich, bis halb drei arbeiten. Und warum war jetzt mein Finger in meinem Mund? Keine Ahnung. Hi. Hi. Ich filme Jakob jetzt nicht, weil Jakob ist noch in seinen Schlafsachen und er müsste sich noch ein Höschen anziehen. Also eine Hose. Er ist nicht nackt. Hätte ich auch nichts gegen. Dein Blick. Hä? Hat die das jetzt zu mir gesagt? Nee, zu Robert um die Ecke. Ich bin jetzt fertig mit Videodrehen. Ich habe gerade einen Haul für euch abgedreht. Die Waschmaschine piept. Ich hole jetzt mal die Wäsche raus, beziehungsweise die Decke. Ich habe nämlich die rosane Decke, die immer auf der Couch liegt, gewaschen. Ab und zu müssen die auch mal ein bisschen sauber gemacht werden. Das lasse ich auch einfach draußen. Ich glaube, hiervon kann ich schon so ein paar jetzt mal rausholen und dann in den Adventskalender reinpacken. Ich muss noch mal gucken, wie viele das sind. Und dann kann man die ein kleines bisschen verteilen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das sind 6 und das sind 9. Okay. Okay, das sind Dinge. Da kommt jeder 3. Ich will 4 blaue. Jakob kriegt 3 blaue. Dafür kriegt er dann schon mal ein rotes mehr. 1, 2, 3, 4. So. Geteilt. So, das ist dann für meinen Adventskalender. Das kann ich da schon mal stehen lassen. Ich habe das Sofa schon aufgeräumt und auch so aufgeräumt. Der Tisch sieht auch wieder normal aus. Das Stativ, das packe ich jetzt gleich mal weg. Und dann kann ich jetzt die Kerzen, wo stelle ich euch denn jetzt hin? Das ist hier mal die Frage, ne? So, einfach mal hier. Jetzt seht ihr mich zwar nicht mehr. Doch, so seht ihr mich. Liebe Kerzen. Jetzt gibt es eigentlich gerade nicht mehr so viel zu tun. 3,5 Stunden hat Jakob Feierabend. Es ging jetzt irgendwie schon wieder voll schnell, die ersten 2 Stundchen. In der Zeit werde ich dann jetzt noch das Video, was ich gerade gedreht habe, schneiden, damit das auch nachher direkt schon für euch online geht. Deswegen habe ich mich jetzt auch ein bisschen beeilt, damit ich das auf jeden Fall schaffe. Wieso habe ich hier ein Haar hängen? Und genau, also Adventskalender befüllen und Video schneiden. Das steht an. Und dann wollten wir mal schauen, was wir heute machen. Denn Jakob hatte die Idee, dass wir auf den Weihnachtsmarkt fahren oder dass wir nach Holland fahren, also zu Van Kranenbroek, weil die ja jetzt auch Weihnachtsdeko haben. Ich soll mich entscheiden, was ich möchte, ob ich lieber auf den Weihnachtsmarkt möchte oder nach Holland fahren möchte. Ich bin mir noch nicht sicher. Eigentlich habe ich Bock auf Weihnachtsmarkt, aber eigentlich habe ich auch Bock, da hinzufahren. Wir wollten sowieso ja vor Weihnachten nochmal da hinfahren und ein bisschen schauen. Aber ich weiß nicht, ob ich Bock habe, so ein Auto zu fahren. Also ja, müssen wir mal schauen. Schwierige Situation, schwierige Entscheidung. Oh, so ist das Licht doch toll. Genau mit der Laterne vor mir sicht. Der Himmel scheint richtig schön blau. Wie man sieht, wir sind in Holland und wir sind auch schon fertig. Im Laden konnte ich nicht filmen, da lief so hart laute Weihnachtsmusik. Da wäre mein Video wahrscheinlich 50 Mal geclaimt worden. Deswegen dachte ich mir, kann ich mich jetzt gerade mal melden. Wir haben gerade den Einkauf in den Kofferraum gepackt. Warte, ich nehme noch meinen Rucksack. Jakob bringt den Wagen eben weg. Übrigens, hello. Hi. Warte, gib mich. Thank you. Und yes, wir werden jetzt wieder nach Hause fahren. Wir haben, ja, also wir sind eigentlich nach hier gefahren, weil wir einen weißen Tannenbaum kaufen wollten. Aber, ja, der war irgendwie schon ein bisschen noch zu teuer. Der hätte, ich glaube, 35 Euro gekostet. Und, ja, weiß ich nicht, ich hatte dann doch irgendwie
keinen Bedarf daran. Ich weiß es nicht. In der Werbung hatte der irgendwie nur 19 gekostet, aber den hatten die leider nicht mehr da. Und der nächste hätte 35 gekostet, wie gesagt, und das war mir dann zu teuer. Hier, Schlüssel. Moment, 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 Moment. Und ja, sonst, ich habe mir ein neues Rentier gekauft, beziehungsweise zwei Rentiere. Meins ist ja letztes Jahr kaputt gegangen. Ich zeige euch auf jeden Fall die Sachen, die ich gekauft habe. Gut, dass ich heute einen Weihnachtshaul hochgeladen habe und jetzt nochmal Weihnachtssachen shoppen war. Aber gut, das werdet ihr dann in diesem Vlog zu sehen kriegen. Wir machen uns auf jeden Fall jetzt auf den Weg nach Hause und driven los. Wie man sieht, wir sind wieder zu Hause. Irgendwie habe ich gerade eine doofe Position wegen dem Licht, weil es blendet. Auf jeden Fall, ja, wir sind zu Hause angekommen. Ich habe bei Van Kranenbroek nur ein paar Sachen gekauft, also eigentlich gar nicht so viel. Und zwar habe ich unter anderem dieses süße Ding hier gekauft. Das ist wieder so ein Holzding, also einfach so ein Holzelement. Und das ist halt so ein kleines Bäumchen, hier unten steht Christmas, hier ist so eine Schleife. Und ich fand das ganz süß, ich weiß gar nicht, wie teuer war das, 1,25 Euro. Und ich habe dann auch noch ein paar Kugeln mitgenommen. Und zwar solche kleinen hier. Ich weiß gar nicht, wie viele sind denn da drin. 35 Stück. Ich habe einmal hier diese Farbe mitgenommen. Und weil ich ja jedes Jahr so eine Schneelandschaft mache, habe ich mir noch zwei Bäumchen gekauft. Weil ich möchte das jetzt jedes Jahr so ein bisschen erweitern. Häuschen habe ich mittlerweile genug. Und dann habe ich mir jetzt noch so zwei Bäumchen gekauft. Und zwar hatten die hier so einzelne Rentiere. Also das ist halt ohne Schlitten, nur alleine dieses Rentier, hatten die im Angebot und zwar, beziehungsweise komplett krass runtergesetzt, ich glaube 50% oder so. Und zwar hat das Ding nur 9,60 Euro gekostet. Und deswegen, weil ich dann nicht nur eins wollte und halt dann auch keinen Schlitten bekommen habe, habe ich mir direkt zwei Stück geholt. Und deswegen werde ich zwei Rentiere auf meinem Balkon haben. Ich freue mich schon sehr. Wir haben uns auch ein bisschen umentschieden, das erzähle ich euch auch direkt. Und zwar werden wir morgen, für uns ist ja morgen der 15., ja, werden wir doch schon schmücken. Denn irgendwie haben wir jetzt gemerkt, durch die Planung so ein bisschen, dass wir nächste Woche kaum Zeit haben. Wir sind irgendwie viel unterwegs. Findet da gerade ernsthaft einen Böller? Ja, da freue ich mich absolut gar nicht drauf, ne? Ab dem 1. Dezember fliegen hier überall immer Böller, ey. Ich hasse kleine Kinder. Das hört sich so richtig extrem an. Aber die Kinder hier in der Nachbarschaft, ne, die, ich weiß nicht, wo die herkriegen, aber die zünden wirklich ab dem 1. Dezember, da kann man wirklich die Uhr nachstellen, zünden die hier irgendwelche China-Böller, die die ganze Straße wach halten, ey. Boah, wenn die nicht aufhören mit diesen China-Böllern, ne, ey, dann schieße ich eine Rakete aus dem Fenster. Ich habe aber keine. Aber wenn ich eine hätte, würde ich aus dem Fenster schießen und hoffen, dass bei irgendeinem im Hintern landet. Und jetzt habe ich meine Weihnachtsmütze auf. Ich habe gar nicht gesehen, dass hier in der Mitte so ein Ding ist. Wieso sehe ich das denn jetzt? Ah, okay. Ja, auf jeden Fall mache ich jetzt noch Weihnachtsmusik an. Und dann will ich diesen kleinen süßen Baum schon schmücken. Ich glaube aber fast, dass das sogar zu viele Kugeln sind. So viele Äste hat er gar nicht. Ich schmücke jetzt meinen ersten Weihnachtsbaum für dieses Jahr. Und morgen schmücke ich den anderen. Und ich freue mich, weil ich liebe Weihnachten. Ich habe den so ein bisschen schön auseinandergerupft und habe dann die dunklen Kugeln dran gemacht. Ich habe noch ein paar übrig, denn von denen hier, die waren von Wolwort, die sind mir ein bisschen zu pink und zu lila. Und die anderen Kugeln, also ich habe auch drei Stück hier rausgenommen, die so ein bisschen mehr dunkelrot, burgunderfarben waren. Und ja, die habe ich da rausgeholt, den Rest lasse ich da einfach drin. Und die habe ich dann alle so da dran gehangen. An die Spitze habe ich jetzt einfach mal so eine Glitzerkugel gehangen und noch so eine kleine Schleife gemacht. Ich hatte dann auch noch bei Teddy solche silbernen Kugeln gekauft. Schon ein bisschen länger her. Die schimmernden hier, also die glänzenden, habe ich jetzt nicht dran gemacht, weil von den anderen schon so viele glänzende da waren. Deswegen habe ich die jetzt weggelassen. Aber ich habe zwischendrin jetzt einfach so ein paar von den glitzernden und auch von den Matten dran gehangen und dann halt den Rest von den anderen. Ich finde, der ist echt schön geworden und den stelle ich jetzt gleich auf jeden Fall ins Schlafzimmer. Ich muss nur mal genau gucken, wo ich das hinhaben will. Und hier haben wir auch schon unsere zwei Kollegen aufgebaut. Wir haben nur gemerkt, dass die irgendwie so ein bisschen, ja, anders konzipiert sind. Also irgendwie sind die nicht komplett identisch. In der Kamera sieht man das, glaube ich, jetzt überhaupt gar nicht. Aber der hier ist ein bisschen dunkler und der ist ein Stückchen heller. Auf jeden Fall zwei Beauties und die werde ich morgen auf jeden Fall auf den Balkon setzen. Yes, also wir verabschieden uns aus diesem
total kranken, chaotischen Vlog. I'm so sorry. Ich glaube, dieser Vlog hat noch nicht mal Hand und Fuß. Aber ja, ihr habt 2 Tage pures Länderchaos erlebt und das ist doch prima, würde ich sagen. Deswegen Jakob, Rudi und Rudo, Rudi und Rudi und ne, Rentier und Jessica verabschieden sich. Und ich würde sagen, dass wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen. Und hast du mich gerade mit einem Taschentuch abgeworfen? Ja. Okay, dann verabschieden wir 4 uns. Ich hoffe, ihr hattet natürlich ganz viel Spaß beim Zuschauen dieses chaotischen Länder-Chaos-Vlogs. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.